Wir müssen die Kaiserin vor Korypheus erreichen. Die Frage ist nur, wie? Das wissen wir schon. Durch mich. Die eigentliche Frage ist, wo versteckt sich unser Feind? Auf Drängen von Großherzogin Florian gibt die Kaiserin einen Ball. Alles, was Rang und Namen hat, wird da sein. Während der Festivitäten wird Selene mit dem Thronräuber Großherzog Gespard und Botschafterin Briella Friedensgespräche führen. Der Mörder muss sich in einem dieser drei Lager verstecken. Was wissen wir über Großherzog Gespard? Dass der Bursche gerne Kaiser geworden wäre. Er ist Selenes Vetter und stand nach dem Tod Kaiser Florians in der Thronfolge an erster Stelle. Aber Selene hat ihn ausgebotet, indem sie den Rat der Herolde für sich gewann, der im Falle von Titelstreitigkeiten die Entscheidungshoheit hat. Also wurde sie Kaiserin und er General der kaiserlichen Armee. Er ist bei den Truppen ausgesprochen beliebt. Und er ist ein Chevalier. Die meisten seiner Kameraden schlugen sich auf seine Seite, als er sich gegen die Kaiserin wandte. Sind die Chevaliers nicht Teil der Armee? Warum sollten sie dem Herzog folgen? Jeder Chevalier hat geschworen, der Krone zu dienen. Aber das heißt nicht, dass sie an deren Träger glauben. Die Kaiserin hat versucht, die Beziehungen mit Ferelden und Nevara zu verbessern. Seitdem betrachten sie die Chevaliers als Antimilitaristin. Sie denken, Gespard könnte dem Reich wieder den Glanz von Drakons Expansionsjahren geben. Wer ist diese Botschafterin, Briella? Botschafterin ist sie nur dem Namen nach. Sie hat die Elfen Halam-Schirals zu einer Untergrundarmee organisiert. Die Kaiserin hat sie zu den Friedensgesprächen eingeladen, um sich für den Krieg die Unterstützung der Elfen zu sichern. Das allein wäre schon ein Skandal, selbst ohne das Gerücht, dass Selene und Briella einmal ein Paar waren. Persönlicher Groll und ein Netzwerk von Saboteuren? Eine vielversprechende Spur. Wartet, die Anführerin der Elfen ist eine ehemalige Geliebte der Kaiserin? Das wissen nicht viele. Es ist nur ein Gerücht, das vor einigen Jahren unter dem Palastpersonal kursierte. Falls das stimmt und an die Öffentlichkeit kommt, die Kaiserin und eine Elfin, der Skandal könnte Selenes politisches Ende sein. Selbst wenn es nicht stimmt, könnte Briella die Kaiserin damit erpressen. Sie hat einige Verbindungen zum Thron. Erzählt mir alles, was ihr über die Kaiserin wisst. Kaiserin Selene ist eine angesehene Diplomatin und Reformerin. Sie arbeitet unermüdlich an der Sicherung des Friedens. Leider halten viele Orlesianer ihr Bemühen für Selbstgefälligkeit. Da sie noch keinen Erben benannt hat, ist die Zukunft des Reiches völlig offen, falls ihr etwas zustoßen sollte. Immerhin wäre der rechtmäßige Thronfolger im Moment ihr Vetter Gespard, der im Rat der Herolde nicht viele Freunde hat. Selene ist ständig von unzähligen Wachen, Höflingen, Dienern und Vasallen umgeben. Wo könnte sich ein Mörder also besser verstecken als im Hofstaat der Kaiserin? Wie kann Gespard immer noch Thronfolger sein, wenn er der Kaiserin den Krieg erklärt hat? Der Titel Großherzog signalisiert, dass er ein Prinz war, bevor die Kaiserin den Thron bestieg. Müssen wir wirklich zu den Friedensgesprächen? Die Kaiserin hat doch sicher Leibwächter. Wir könnten sie einfach warnen, dass sie in Gefahr ist. Das haben wir versucht, aber... Offenbar haben sie unsere Nachrichten nie erreicht. Jemand scheint sie abzufangen. Wir sollten lieber nichts dem Zufall überlassen. Wenn Orlais Korypheus in die Hände fällt, ist kein Land mehr sicher. Dann sollten wir keine Zeit verlieren. Auf zum Winterpalast. Die Lage in Halam-Schiral ist zum Zerreißen gespannt. Die Kaiserin fürchtet, wir könnten sie verschärfen.
Der Großherzog ist froh, uns als seine Gäste begrüßen zu können. Also kommt die Einladung von ihm. Ob wir ihm nun helfen oder das Machtgleichgewicht stören, es verschafft ihm eine Möglichkeit, wenn nicht einen klaren Vorteil. Inquisitor Ardar, es ist mir eine Freude, euch kennenzulernen. Laut der Gerüchte, die uns aus dem Westgraden erreichen, habt ihr gegen eine Armee von Dämonen gekämpft. Stellt euch vor, was die Inquisition mit der vollen Unterstützung des rechtmäßigen Kaisers von Orlais erreichen könnte. Was genau wäre nötig, um diese kaiserliche Unterstützung zu erhalten? Ich bin kein Mann, der seine Freunde vergisst, Inquisitor. Eine Hand wäscht die andere. My Lady, seid ihr bereit, den Hof zu schockieren, indem ihr einen verhassten Thronräuber in den Ballsaal begleitet? Darüber werden sie in 100 Jahren noch reden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Leute in ihrem Leben schon etwas Besseres als uns gesehen haben. Ihr seid eine Frau nach meinem Geschmack, my Lady. Das wäre vielleicht eine Angelegenheit, der ihr als Freundin heute Abend nachgehen könntet. Diese Elfenfrau, Briella, ich glaube, sie hat vor, die Verhandlungen zu stören. Meine Leute haben überall auf den Befestigungen diese Botschafter entdeckt. Sabotage scheint noch das geringste ihrer Verbrechen zu sein. Ich hoffe, euer Verdacht beschränkt sich nicht nur auf die Tatsache, dass sich die Elfen verdächtig verhalten. Diese Botschafterin Briella, sie war früher Selens Dienerin. Dann ließ meine Base sie allerdings für Verbrechen gegen das Reich in Ketten legen, um einen politischen Fehler zu vertuschen. Wenn jemand in diesem Raum Selen etwas Böses wünscht, Inquisitor, dann diese Elfin. Sie hat schließlich allen Grund dazu. Seid so diskret wie möglich. Ich hasse das Spiel. Aber wenn wir es nicht gut spielen, lassen uns unsere Feinde wie Schurken aussehen. Aber wir lassen die Leute warten, Inquisitor. Sollen wir? Ist das der Inquisitor? Ein Ochse? Unmöglich. Das ist nicht der Inquisitor, sondern irgendein Schoßhund. Oh, wartet! Wer ihr auch sein mögt, habt ihr zufällig einen Ring gesehen? Er ist sehr wichtig und ich brauche ihn zurück. Er war ein Geschenk der Comtesse Montbéliard. Verzaubert von den Formari. Ohne ihn kann ich mich auf dem Ball nicht sehen lassen. Das ist eine prekäre Situation. Wenn die Comtesse davon erfährt, dann gnade mir der Erbauer. Deshalb flehe ich euch an. Falls ihr ihn findet, lasst es mich wissen. Bauer, was soll ich tun, wenn ich meinen Ring nicht finde? Ist das der Ring, den ihr sucht? Ihr seid ein Schatz. Ich kann kaum glauben, dass ihr ihn gefunden habt. Ohne euch hätte ich mich bis ans Ende meiner Tage gegrämt. Tausend Dank. Ist das der Inquisitor? Eine Kunari? Sicher nicht. Ich kann es kaum glauben, dass Gaspard und Selene im selben Raum sind. Großherzogin Florian muss ein Wunder vollbracht haben, um das zu schaffen. Weiß eigentlich irgendwer, wie viele Tote es in den Dales gibt?
Stimmt es, dass Andraste den Inquisitor aus dem Nichts gerettet hat? Würdet ihr bitte? Wir wollen nicht gestört werden. Interessant. Gibt es Neuigkeiten von der Front? Meine Spione sagen, es gibt mehr Tote, als man zählen kann. Die Kaiserin wird dem Krieg heute Abend sicher ein Ende machen. Beten wir dafür, mein Lieber. Und falls uns der Erbauer nicht erhört, einfach weiterbeten. Wo ist denn dieser Diener schon wieder? Weiß eigentlich irgendwer, wie viele Tote es in den Dales gab? Wo ist denn dieser Diener schon wieder? Sie tun nie, was man ihnen sagt. Ich habe dir doch gesagt, wir hätten die Roben aus Silberbrokat tragen sollen. Weiß eigentlich irgendwer, wie viele Tote es in den Dales gab?
eigentlich irgendwer, wie viele Tote es in dem... Inquisitor, einen Moment bitte. Bevor ihr hineingeht, muss ich euch warnen. Wie ihr mit dem Hof sprecht, ist eine Frage von Leben und Tod. Es geht nicht einfach nur um Etikette und Protokoll. Jedes Wort, jede Geste wird abgewogen und daraufhin bewertet, ob ihr Schwächen offenbart. Keine Sorge, ich werde vorsichtig sein. Das Spiel ist wie eine Partie Sündenfall und der Einsatz der Tod. Deckt eure Karten niemals auf. Wenn ihr die Kaiserin trefft, ruhen die Augen des gesamten Hofes auf euch. Im Nichts mit dem Dämon der Angst werdet ihr sicherer. Es wäre vielleicht ratsam, auch die anderen zu warnen. Cassandra ist normalerweise nicht sonderlich feinsinnig oder bedacht. Ich werde versuchen, es taktvoll zu vermitteln. Es wird schon alles gut gehen. Möge Andraste über uns wachen. Kann man das hier nur als Vestibül bezeichnen? Das ist eine Empfangshalle. Habt ihr euch mal diese Treppe angesehen? Ich glaube, die ist vergoldet. Wie die Empfangshalle des kaiserlichen Palastes. Natürlich, diese Paradeuniform ist lächerlich. Eine formelle Rüstung wäre besser gewesen. Ich muss diese Jacke etwas weitermachen lassen. Ich habe Gespard nie für fromm gehalten. Er verspricht sich durch die Inquisition. Ich hatte mich schon so auf die Gärten des königlichen Flügels gefreut. Sie sollen ja die prächtigsten Gärten des Reiches sein. Ein Jammer, dass der Flügel gesperrt ist. Dürfte uns nützlich sein. Es heißt, der Großherzog hat die... Ich bitte Sie, dass Sie die Maske kommen Sie an. Und darauf kommt es an, dass Sie möchte. Kümmern Sie mich um den Schatz. Korso. Das dürfte uns nützlich sein. Der Gästeflügel ist im Augenblick nicht öffentlich zugänglich, Inquisitor. Jedenfalls dürfte ein Bündnis zwischen der Inquisition und des Paares... Warum ist der Handel mit Lyrium so stark eingebrochen? Angesichts der vielen Kämpfe müsste der Bedarf doch eigentlich höher sein als sonst. Laut meiner Kontakte gibt es einen neuen Lieferanten. Allerdings wissen wir noch nicht, wer es ist. Ich wünschte, es gäbe mehr Neuigkeiten aus der großen Kathedrale. Kann Gespard ohne Rückendeckung durch den Rat der Herolde den Thron besteigen? Er will ihn mit Gewalt an sich reißen. Falls der Rat ihn nicht anerkennt, zieht er gegen ihn ins Feld. Und nun begrüßen wir
Großherzog Gespard de Chalon. Und an seiner Seite Lady Inquisitor Adar. Bezwingerin der aufständischen Magier Ferelden's. Siegerin über die Abtrünnigen des magischen Untergrunds. Der Kerl schreibt bessere Geschichten als ich. Streiterin der gesegneten Andraste. Seht ihr diese Gesichter? Köstlich. An der Seite des Inquisitors, Sucherin Cassandra, Allegra, Portia, Calogera, Philomena. Ja, macht weiter. Pentagast, 14. Cousine des Königs von Evara, Heldin von Olay, rechte Hand der Göttlichen. Der bekannte Dichter Varric Tethras. Oberhaupt des Hauses Tethras, Deshir von Kirkwall, für die Händlergilde der Zwerge. Lord Dorian Parvis, Mitglied des Zirkels von Virantium, Sohn von Magister Lord Hallward Parvis von Azariel. Sir Cullen Stanton Rutherford von Honleith, Kommandeur der Streitkräfte der Inquisition, ehemaliger Kommandant von Kirkwall. Lady Leliana, Nachtigall des kaiserlichen Hofs, Veteranin der fünften Verderbnis, Truchsess der Inquisition und linke Hand der Göttlichen, und Lady Josephine Charette Montillier von Antiva, Botschafterin der Inquisition. Base, werte Schwester. Großherzog, es ist uns stets ein Vergnügen, wenn ihr uns beehrt. Spart euch eure Höflichkeiten, Selene. Wir haben viel zu besprechen. Wir werden verhandeln, sobald wir unsere anderen Gäste begrüßt haben. Inquisitor? Lady Inquisitor, herzlich willkommen im Winterpalast. Darf ich vorstellen, unsere Base, die Großherzogin von Leeds, ohne die dieser Ball nicht möglich gewesen wäre. Was für ein unerwartetes Vergnügen. Ich wusste gar nicht, dass die Inquisition uns die Ehre erweist. Wir unterhalten uns später, Inquisitor. Euer Kommen ist wie ein kühler Wind an einem Sommertag. Ich freue mich, hier zu sein, Eure Majestät. Wir haben schon viel von euch gehört, Inquisitor. Eure Taten sind in aller Munde. Wie gefällt euch Halam Shiral? Ich kann es nicht beschreiben. Mit Worten würde ich der Schönheit Halam Shirals nicht gerecht. Eure Bescheidenheit ehrt euch und spricht für die Inquisition. Wir hoffen, ihr werdet euch im Ballsaal amüsieren, Inquisitor. Wir freuen uns schon, euch tanzen zu sehen. Inquisitor, auf ein Wort, wenn ihr kurz Zeit habt. Sag mal, Yvette, wie geht es Mama und Papa? Sind sie gesund? Hör auf. Mutter! Unfassbar, dass die Inquisition... Was hat sie in die Westgrate geführt? Die Gegend ist ein... Es heißt, Selene hätte den gesamten Flügel umgestalten lassen, aber der Zeitpunkt ist denkbar schlecht gewählt. Warum tut sie so etwas ausgerechnet jetzt? Inquisitor, kann ich euch irgendwie helfen? Je schneller wir diesen Attentäter finden, desto besser. Ist euch irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen? Nichts Auffälliges. Ich bezweifle allerdings, dass es hier auch nur eine Person gibt, die keine Hintergedanken hat. Ihr habt ja eine stattliche Zahl von Bewunderern. Wer sind all diese Leute? Ich weiß es nicht, aber sie wollen mich einfach nicht in Ruhe lassen. Sehe ich es richtig, dass ihr euch nicht sonderlich amüsiert? Im Augenblick sind mir sogar meine Kopfschmerzen lieber als diese Gesellschaft. Wen sollte die Inquisition eurer Meinung nach unterstützen? Gaspards Anspruch auf den Thron ist berechtigt. Orlais braucht jemanden, der auf die derzeitige Krise reagieren kann.
Ein militärisch denkender Herrscher scheint mir da die beste Lösung zu sein. Habt ihr einen Rat für mich? Gesellschaftliche Ereignisse der Orlesianer sind nicht mein Fachgebiet. Es gibt hier nur wenige, denen wir trauen können. Seid vorsichtig. Wir unterhalten uns später. Ich warte auf euer Signal. Laura, vielleicht können wir später plaudern, Inquisitor. Gut. Ich hatte gehofft, ich würde euch hier finden. Was hat der Herzog gesagt? Er beschuldigt Botschafterin Briella. Die Botschafterin plant etwas, aber wir sollten uns nicht auf sie konzentrieren. Der beste Platz, um Selene etwas anzutun, ist an ihrer Seite. Kaiserin Selene fasziniert jede Art von Mystizismus. Prophezeiungen, Gespräche mit den Toten, derlei Hokuspokus. Sie hat eine okkulte Beraterin. Eine Abtrünnige, die Kaiserin und wichtige Mitglieder ihres Hofstaats um den Finger gewickelt hat. Ich hatte schon mit ihr zu tun. Sie ist absolut skrupellos und zu allem fähig. Wie kann Selene am kaiserlichen Hof offiziell eine Abtrünnige beschäftigen? Am kaiserlichen Hof gab es schon immer einen offiziellen Posten für einen Magier. Bis jetzt war er allerdings nicht viel besser als der des Hofnarren. Vivienne ist die Erste, die aus ihrer Stellung echte politische Macht bezieht. Als die Zirkel rebellierten, wurde im Prinzip jeder Magier zu einem Abtrünnigen. Der Begriff hat seitdem viel von seiner Schärfe verloren. Ihr denkt, sie kontrolliert den Verstand der Höflinge? Das klingt nach mächtiger Blutmagie. Wir sollten sie überprüfen. Hier scheint nichts zu sein, wie es scheint. Beide Spuren führen zum Gästeflügel. Ich denke, dort sollten wir anfangen. Ich rede mit unseren Spionen. Vielleicht erfahre ich dadurch etwas mehr. Ich bin im Ballsaal, falls ihr mich braucht. Verschwindet. Das Paket ist im Gästeflügel, im oberen Zimmer. Beim Garten mit der Statuette? Vergeudet. Du wirst dich verlangen, wie den Prinzen tiefer in dem Schlaf und den Plantan. Ich weiß mit nichts, wie das war. Du wirst dich verlangen. Das musst du gar nicht, den ganzen. Ich bin nicht um das jetzt beschränken. Was für eine Zeitverschwendung. Hier könnte vielleicht was sein. Ich sollte mich mal genauer umsehen. Sieh an, der Inquisitor. In diesen Hallen als Gast meines Neffen. Sehr kurios. Ich wusste nicht, dass der Großherzog euer Neffe ist. Er ist der älteste Sohn meines Bruders. Er war immer ein schwieriges Kind, dieser Gaspard. Hat nie zugehört oder getan, was man ihm sagte. Er wurde zum Prinzen erzogen. Sein ganzes Leben lang erzählten wir ihm, er würde eines Tages Kaiser sein. Das war sein Schicksal, seine Pflicht. Was sollte er sonst mit seinem Leben anfangen, als um sein Schicksal zu kämpfen? Ist euch heute Abend irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen?
Meine Nichte Florian, sie hat den ganzen Abend nicht mit mir gesprochen. Das ist sonst gar nicht ihre Art. Was könnt ihr mir über den Bürgerkrieg sagen? Falls ihr euch Einblicke erhofft, fragt ihr den falschen Mann. Es ist eben ein Krieg. Brutal, schrecklich und mitunter unnötig. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wir reden ein andermal, mein Lord. Ihr solltet nicht hier sein, Fremde. Er hat es nicht abgeholt. Dabei ist es schon Stunden her. Er ist in den Gesindeflügel gegangen. Da ist heute den ganzen Abend niemand wieder rausgekommen. Ich informiere Briella, dass etwas nicht stimmt. Philipp hätte schon seit Stunden zurück sein sollen. Er schäkert vermutlich mit den Dienstmädchen, während ich Gaspards Gehässigkeit ausbaden muss. Ich kann mir Gaspard überhaupt nicht gehässig vorstellen. Was ist passiert? Der Großherzog hegt einen Groll gegen den Rat, weil ihm seine Mitglieder die Krone verweigert haben. Er hat ihnen mit dem Tod gedroht, wenn sie sich erneut gegen ihn stellen. Jedem Einzelnen und dem Rat als Ganzem. Gemeinsam mit ihren Vasallen. Aus welchem verschlafenen Nest kommt ihr denn? Das weiß doch jeder. Interessant. Habt ihr gehört, was Gaspard zu Herzog Germain gesagt hat? Zu seinem eigenen Onkel? Germain hat die Gehässigkeit seines Neffen besser aufgenommen als der Rest des Rates. Dieser Durchgang ist geschlossen. Bitte benutzt den Haupteingang des Ballsaals. Ich rede erst wieder mit dir, wenn wir wieder zu Hause sind. Soll mir recht? Na sowas. Was haben wir denn hier? My Lady, Inquisitor. Können wir euch kurz sprechen? Es ist sehr wichtig. Die Kaiserin schickt uns mit einer Nachricht zu euch. Es ist mir stets eine Ehre, von Ihrer Majestät zu hören. Oh, die Ehre ist ganz auf Ihrer Seite, Inquisitor. Kaiserin Selene brennt darauf, Andrastes Herold bei ihrem heiligen Unterfangen behilflich zu sein. Sie sichert der Inquisition ihre volle Unterstützung zu, sobald der Thronräuber Gaspard besiegt ist. Das ist ein großzügiges Angebot. Die Kaiserin ist fest davon überzeugt, dass die Inquisition in diesen schwierigen Zeiten unsere größte Hoffnung auf Frieden ist. Sie freut sich darauf, eine formelle Allianz mit euch einzugehen. Sobald Gaspard aus dem Weg geräumt ist. Jetzt haben wir euch genug Zeit gestohlen. Bitte. Amüsiert euch auf dem Ball, Inquisitor. Sind alle den Longsafes hier? Herr Bauer, ich hoffe nicht. Wieder zurück, bevor mich noch jemand vermisst.
Tratsch. Ihr müsst euch irren. Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass da Blut auf dem Fliesen war. Falls das jemandem im Rahmen des Spiels passiert ist, beherrscht er es nicht sonderlich gut. Man hinterlässt keine Beweise, wenn man gewinnen will. Mit Gaspard und dieser Elfin im Spiel? Die einzige, die hier gewinnen kann, ist Selene. Das sagt ihr nur, weil euch die Hofabtrünnige der Kaiserin so gut gefällt. Es macht mich krank, wenn ich auch nur daran denke, welches Chaos diese Maleficare überall im Kaiserreich anrichten. Selbst ihr könnt nicht bestreiten, dass die Templer die Gläubigen in ihrer dunkelsten Stunde im Stich gelassen haben. Wie könnt ihr das gutheißen? Wenn ihr mich fragt, sind sie diejenigen, die in ihre Schranken gewiesen werden sollten. Einzige Überlebende im Tempel der Heiligen Asche. Ja. Gaspard vergeudet seine Zeit. Nichts, was er tut, könnte den Rat der Herolde jetzt noch auf seine Seite bringen. Interessant. Ich habe gehört, die Inquisition war hier. Du glaubst doch alles. Die ehrwürdige Mutter... Wie konnte sich die Kaiserin die Renovierung des Palastes leisten, während sie Krieg führt? Es ist ziemlich lange her, seit ich zuletzt etwas aus Varroa Jugend. Freust du dich über... Josephine! Oh, Josephine, ist sie das? Oh, Inquisitor, bitte erlaubt mir, euch meine kleine Schwester vorzustellen. Yvette Gabriella Montillier. Schön, eure Bekanntschaft zu machen, Lady Montillier. Inquisitor, ich habe schon so viel von euch gehört, aber längst nicht alles. Josephine schreibt mir zwar, aber sie erzählt mir nie etwas. Ist es wahr, dass einige aufständische Magier in Redcliffe Blutrituale und Orgien feierten, bis ihr ihnen das Handwerk gelegt habt? Wo hast du denn diesen Unsinn her? Das sagen in Antiva alle. Und, ist es wahr? Diese Geschichten sind nur Wunschdenken, my lady. Oh. Dann war es in Redcliffe sicher langweilig. Genießt ihr den Ball? Ich treffe viele. Die Tanzerei langweilt mich, euer Gnaden. Aber die Galerie der Kaiserin ist überwältigend. Yvette? Tut mir leid, Josie. Sprecht weiter, Josephine.
Val Royaux muss fast leer sein, nachdem so viele seiner Adligen hier sind. Sie haben bemerkt, dass die Kaiserin euch besondere Aufmerksamkeit widmet. Allerdings wissen sie noch nicht, wie sie Kapital daraus schlagen sollen. Das wird nicht lange so bleiben, fürchte ich. Wir sehen uns dann später. Bis zum nächsten Mal. Wo ist denn dieser Diener schon wieder? Stimmt es, dass ihr gerade an den Hintern gefasst? Ich konnte einfach nicht widerstehen. Ich erinnere mich noch gut an den. Vielleicht ein andermal. Von den letzten beiden Leuten, die wir in die Gesindequartiere geschickt haben. In letzter Zeit waren die Leute des Herzogs dort sehr umtriebig. Ich schicke einen weiteren Spion. Gaspard vergeudet seine Zeit. Nichts, was er tun könnte, denn der Gerolde jetzt noch auf seine Seite. Zu wissen. Sind alle Delong-Safes hier? Erbauer, ich hoffe nicht. Stimmt es, dass Andraste den Inquisitor aus dem Nichts gerettet hat?
schließlich Pierre, mein dritter Ehemann, am Scharlachfieber starb. Seht euch Lady Cambiens Schuhe an. Sind die mit Perlen und Smaragden besetzt? Und diese Schnallen? Werft sie in den See und sie geht unter wie ein Stein. Was für eine Katastrophe. Ich habe etwas herausgefunden. Allerdings bin ich mir nicht sicher, was wir damit anfangen können. Äußerst interessant. Das hilft uns vielleicht nicht bei unseren Nachforschungen, aber wir können es auf jeden Fall nutzen. Wenn wir noch mehr solcher schmutzigen Geheimnisse ausgraben, könnten sie uns bei Hofe als Druckmittel dienen. Lasst es mich also wissen, falls ihr weitere Dinge in Erfahrung bringt. Hier läuft ein Attentäter aus Tevinter herum und ihr macht euch Gedanken um irgendwelche Schnallen oder Schuhe? Jeder braucht ein Hobby. Außerdem sagt die Kleidung sehr viel über ihren Träger aus. Gold und Juwelen auf einem Tanzschuh. Ein Schuh geht schnell verloren oder wird schmutzig. Sie verschwendet keinen Gedanken daran, dass sie ihren Schuh verlieren oder besudeln könnte. Das ist eine vulgäre Zurschaustellung von Wohlstand. Dabei hat Lady Cambiens Familie erst kürzlich den Großteil ihrer Besitztümer verloren. Außer ihrem Titel ist ihm nicht viel geblieben. Insofern, wo hat Cambien diese großartigen Schuhe her? Was hat sie dafür getan? Mit wem war sie dafür im Bett? Das sind doch alles nützliche Fragen, oder nicht? Habt ihr irgendetwas Interessantes gesehen? Oh ja. Halam Shiral ist lausig, voller Skandale und Intrigen. Aber keine Spur von unserem Eindringling aus Tevinter, fürchte ich. Ihr seid hier irgendwie anders als in der Himmelsfeste. Etwas zugänglicher vielleicht? Das hier ist Halam Shiral, Inquisitor. Der kaiserliche Hof. Das pulsierende Herz des großen Spiels. Hier trägt natürlich jeder eine Maske. Das habe ich in sehr jungen Jahren gelernt. Bei meinem ersten Ball war ich noch ein Mädchen. Das alles, das Lächeln, das oberflächliche Geplauder, das ist ein Tanz. Und wie jeden Tanz kann man auch diesen lernen. Einigen von uns ist er so vertraut, dass wir die Schritte selbst im Schlaf beherrschen. Ich sollte jetzt gehen. Seid wachsam. Das bin ich doch immer. Aber Maximilian hat mich umgehauen. War das ein Skandal? Beim Erbauer. Dieser Weinfleck geht nie mehr auf. Gespard vergeudet seine Zeit. Nichts, was er tut, könnte den Rat der Herolde jetzt noch auf seine Seite bringen. Darüber hätte er nachdenken sollen, bevor er damit gedroht hat, sie an den Weg bräuchte. Das ist alles so vertraut. Ich rechne beinahe damit, dass meine Mutter aus der Menge auftaucht und meine Manieren kritisiert. Danke, dass ihr bereit wart, mich hierher zu begleiten. Und diese erlesene Gesellschaft und die exotischen Weine auf mich nehme? Ja, ein wahrhaft schweres Los. Ich meinte eigentlich, dass euch hier vermutlich nicht alle mit Freundlichkeit begegnen. Das stimmt. Man könnte denken, ich rieche nach Kohl, wenn man sieht, wie sie ihre Nasen rümpfen. Das spielt zwar keine Rolle, aber danke.
die Pentagast-Dämme. Ich habe gehört, die Inquisition war hier. Gespard vergeudet seine Zeit. Nichts, was er tut, könnte den Rat der Herolde jetzt noch auf seine Seite bringen. Darüber hätte er nachdenken sollen, bevor er damit gedroht hat, sie alle in ihren Häusern zu verbrennen. Habt ihr gehört, was Gespard zu Herzog Germain gesagt hat? Zu seinem eigenen Onkel? Germain hat die Gehässigkeit seines Neffen besser aufgenommen als der Rest des Rates. Habt ihr diesen verängstigten Attaché gesehen? Inquisitor Adar? Wie wundervoll. Ich bin Lady Marcellette, Hofhistorikerin ihrer kaiserlichen Majestät. Seid ihr hier, um die Chronik der Ereignisse des heutigen Abends für die Nachwelt festzuhalten? Oh ja, das ist ein bedeutender Anlass. Das erste Treffen des Großherzogs mit ihrer Majestät seit Ausbruch des Krieges. Selbst wenn der Erbauer möge es verhindern, die Gespräche scheitern sollten, ist es doch ein wichtiger Moment in der Geschichte des Reichs. Was genau macht ein Hofhistoriker? Ich bin für die historischen Aufzeichnungen des Hofes verantwortlich. Überdies verwalte ich unsere Bibliothek und erfasse alle offiziellen Vorgänge. Guten Abend, Lady Marcellette. Vielleicht ein andermal. Wir führen hier eine private Unterhaltung. Wenn ich recht gehört habe, würdet ihr die aufständischen Magier gerne aufhalten. In diesem Fall hätten wir ein gemeinsames Ziel. Ich war der Meinung, ihr hättet ein Bündnis mit Fiona, der Anführerin der Rebellen, geschmiedet. Die Rebellen wurden unter Kontrolle gebracht. Sie stehen unter ständiger Aufsicht. Mein Seneschall wird mit eurer Botschafterin in Kontakt treten. Ich habe fähige Leute, die euch von großem Nutzen sein könnten. Meine Herren?
Das ist die Glocke. Ich sollte wieder in den Ballsaal zurückkehren. Sind alle Delos-Safes hier? Aber ich hoffe nicht. Gaspard vergeudet seine Zeit. Nichts, was er tut, könnte den Rat der Tierholde jetzt noch auf seine Seite. Darüber hätte er nachdenken sollen. Sieh an. Was haben wir denn hier? Die Führerin der neuen Inquisition und ruhmreicher Herold des Glaubens. Von der gesegneten Andraste selbst, den Fängen des Nichts, entrissen. Was führt ein so erhabenes Wesen an den Hof, frage ich mich. Wisst ihr das überhaupt selbst? Ich bin in einer wichtigen Angelegenheit hier, die das gesamte Reich betrifft. Genau wie ich, wie es scheint. Ich bin Morrigan. Man könnte sagen, ich bin Kaiserin Selens Beraterin in arkanen Fragen. Ihr wart heute Abend sehr fleißig. Habt alle dunklen Ecken des Palastes durchsucht. Vielleicht suchen ihr und ich ja dieselbe Beute. Das hoffe ich. Ich könnte noch eine Verbündete gebrauchen. Das sehe ich angesichts der jüngsten Ereignisse ähnlich. Der jüngsten Ereignisse? Ich habe in diesen Hallen kürzlich einen ungebetenen Gast entdeckt und getötet. Einen Spion aus Tevinter. Deshalb gebe ich euch das, Inquisitor. Einen Schlüssel, den er bei sich hatte. Wozu er dient, weiß ich nicht. Aber falls Selene in Gefahr ist, kann ich sie nicht allein lassen, um es herauszufinden. Im Gegensatz zu euch. Wenn ihr wirklich antworten wollt, helft mir, sie zu finden. Ich kann nicht. Selene braucht mich heute Abend an ihrer Seite. Und wie es scheint, mit gutem Grund. Seid vorsichtig, Inquisitor. Hier wimmelt es von Feinden. Und nicht alle arbeiten für Tevinter. Was als nächstes kommt, wird sicher aufregend. Wen interessiert das? Ist das Marquis Etienne? Der sieht ja verteufelt gut aus. Mein lieber Maximilian, es bedurfte 4 Chevaliers, den Bären zu stellen, der ihn getötet hat. Botschafterin am Hof zu... Oh, so viele modische Verbrechen. Ich habe etwas herausgefunden. Allerdings bin ich mir nicht sicher, was wir damit anfangen können. Ausgezeichnet. Warum sollte die Kaiserin diese Elfenfrau einladen? Wegen des Spiels natürlich. Inquisitor, welchem Umstand verdanken wir diese Ehre? Wir helfen euch mit Freuden, sofern es uns möglich ist. Ihre kaiserliche Majestät ist gegenwärtig leider beschäftigt. Meine Nachforschungen haben etwas Interessantes ergeben. Es betrifft Botschafterin Briella. Ihre Leute haben sämtliche Bereiche des Winterpalastes unterwandert. Das ist äußerst beunruhigend, Inquisitor. Sie könnte jedes unserer Worte belauschen. Wie aufregend! Sie hat sowohl Botschafter von Selene als auch von Gaspard getötet und Dokumente beider Parteien gefälscht. Das ist verabscheuungswürdig. Und das, nachdem die Kaiserin ihr Gastfreundschaft gewährt hat. Sie beherrscht das Spiel besser, als wir dachten. Meine Nachforschungen haben etwas Interessantes ergeben. Es betrifft den Großherzog. Er hat zahlreiche Drohungen gegen den Rat der Herolde ausgesprochen. Der Großherzog redet viel, Inquisitor. Und laut, begleitet von Schwertern. Er hatte nie großes Talent für das Spiel. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, Inquisitor.
genießt die Maskerade. Die Verhandlungen scheinen nicht gut zu laufen. Ich habe eine Idee, Josephine. War das wirklich Andrastes Herold? Ich dachte, sie würde löschen. Die Verhandlungen scheinen nicht gut zu laufen. Ich bin heilfroh, dass Mutter nicht kommen wollte. Sie macht immer alles kaputt. Du bist mindestens genauso schlimm. Amos. Vielleicht ein andermal. War das wirklich Andrastes Herold? Ich dachte, wer war gleich nochmal dieser Inquisitionsoffizier da drüben? Sollte ich mir vielleicht mal ansehen. Dafür muss sich jemand verantworten. Das müssen die Elfen sein, die Birellas Leute suchen.
war kein Bediensteter. Was wollte er hier? Hat noch jemand den Eindruck, dass dieser Kerl hier fehl am Platze ist? Ist das nicht das Familienwappen der Chalon? Was habt ihr denn nun wieder angestellt, Gaspard? Es wird Zeit, dass ich mich mal mit dem Großherzog unterhalte. Venatori-Spione! Das muss der Anführer der Venatori sein. Die Venatori haben uns beobachtet. Sie sind organisiert.
umsehen. Na, wer hätte das gedacht? Ihr müsst Inquisitor Adar sein. Ich hätte gedacht, ihr wärt eindrucksvoller. Wir wurden uns noch nicht angemessen vorgestellt, nicht wahr? Ich bin Botschafterin Briella. Botschafterin also? Und wessen Botschafterin seid ihr genau? Wenn der Adel die Elfen so behandelt, als wären wir keine Bürger, können wir ebenso gut die Insignien einer fremden Macht tragen. Ihr habt ganze Arbeit geleistet. Es wird Wochen dauern, den Marmor vom Tevinterblut zu säubern. Ich kam her, um meine verschwundenen Leute zu retten oder zu rächen, aber ihr kamt mir zuvor. Also, der Gesandte des Rats der Herolde im Hof. Das ist nicht euer Werk, oder? Ich denke, Gaspard hat ihn ermordet. Das Messer ist am Heft mit dem Wappen der Chalons verziert. Ich wusste es. Ich wusste, er hat die Chevalier hereingeschmuggelt. Aber die Ermordung eines Gesandten des Rates? Meuchelmörder aus Tevinter in den Palast zu bringen? Das sind Verzweiflungstaten. Gaspard will offenbar heute Nacht zuschlagen. Die Kaiserin muss erfahren, was vor sich geht. Ihr könnt gerne versuchen, sie zu warnen. Mir würde sie kein Wort glauben. Ich hatte euch falsch eingeschätzt, Inquisitor. Vielleicht werdet ihr eine wertvolle Verbündete. Was könntet ihr mit einer Armee von Elfenspionen nicht alles erreichen? Ihr solltet darüber nachdenken.
Ich würde ein solches Bündnis durchaus in Erwägung ziehen. Wir können einander helfen, Inquisitor. Immerhin sind wir hier beide Außenseiter. Ich weiß, woher der Wind weht. Ich wette, ihr seid an den Friedensgesprächen beteiligt, noch bevor die Nacht vorüber ist. Und wenn ihr dabei zufällig ein wenig in unsere Richtung tendiert, könnte sich das für uns beide als vorteilhaft erweisen. Nur so ein Gedanke. Noch mehr Politik und Betrug. Ist hier eigentlich irgendjemand nicht korrupt? Hier gibt es so viel Heimtücke und Verrat, dass ich beinahe Heimweh bekomme. Interessant. Ist es wahr, was man sich erzählt? Ihr seid doch der Inquisitor, richtig? Wir haben Geschichten über eure Taten gehört. Ich wette, meine Geschichten sind besser als alles, was ihr gehört habt. Ich habe es euch gesagt, Philipp. Nicht jeder kämpft gegen einen Erzdämon und überlebt es. Ihr seid eine Inspiration. Wenn ihr möchtet, kann euch Kommandant Kallen die Schlacht in allen Einzelheiten erzählen. Er ist im Ballsaal. Wirklich? Aber ich sollte meinen Posten nicht verlassen. Ihr wärt ja nur einen Moment weg. Die Welt steht vor dem Abgrund, Philipp. Wenn wir uns diese Geschichte jetzt nicht anhören, haben wir vielleicht nie wieder die Chance dazu. Ihr habt recht. Danke, Inquisitor. Lasst uns gehen. Ich sollte mich umsehen. Inquisitor Adar? Wir kennen uns. Ich bin Großherzogin Florian de Chalon. Willkommen auf meinem Fest. Kann ich etwas für euch tun, euer Gnaden? Ja, das könnt ihr. Ich denke, heute Abend sorgen wir uns beide um eine bestimmte Person. Komm, tanzt mit mir. Auf dem Parkett hören uns die Spione nicht. Also schön. Tanzen wir, euer Gnaden? Mit Vergnügen. Die Telvershoth machen sich für gewöhnlich nichts aus Politik. Was wisst ihr über unseren kleinen Krieg?
Was denkt ihr, sollte ich wissen? Mein Bruder und meine liebe Base bekämpfen sich schon viel zu lange. Es war nicht leicht, dieses Treffen heute zu arrangieren. Und doch plant eine Partei, gemeinen Verrat zu begehen. Die Sicherheit des Reichs steht auf dem Spiel. Wir wollen beide nicht, dass es untergeht. In dem Punkt stimme ich euch zu, ja. Damit nehmt ihr eine schwere Last von meinen Schultern, Inquisitor. Die Welt ist voller Zweifel und Ungewissheit. Furcht regiert mehr Herzen als jedes Reich. Ich weiß, ihr seid als Gast meines Bruders Gespard hier und wart schon überall im Palast. Ihr weckt in vielen Leuten Neugier, Inquisitor. Und in einigen Besorgnis. Wecke ich in euch Neugier oder Besorgnis, euer Gnaden? Beides, ehrlich gesagt. Der heutige Abend ist sehr wichtig, Inquisitor. Ich bin gespannt, welche Rolle ihr spielt. Wisst ihr überhaupt schon, wer Freund und wer Feind ist? Wem ihr am Hof vertrauen könnt? Wenn man der Kaiserin nicht trauen kann, wem dann? Aber wie weit, frage ich mich, werdet ihr für diese Loyalität gehen? Euch dürfte nicht entgangen sein, dass gewisse Parteien heute Nacht ein gefährliches Spiel treiben. Ich sah einige Hinweise darauf. Ihr habt nicht viel Zeit. Der Angriff steht kurz bevor. Stoppt Gespard, bevor er zuschlägt. Im Garten des königlichen Flügels findet ihr den Hauptmann der Söldner meines Bruders. Er kennt Gespards Geheimnisse. Ihr könnt ihn gewiss überreden, euch zu helfen. Andraste sei mit euch, Inquisitor. Beim Atem des Erbauers. Ihr habt mit der Großherzogin getanzt und ich habe euch nicht darauf vorbereitet. Geht es euch gut? Es war anstrengend. Ich brauche jetzt unbedingt etwas zu trinken. Ich glaube, ihr habt zu viel Zeit mit dem Großherzog verbracht. Habt ihr etwa mit Herzogin Florian getanzt? Noch wichtiger, was passierte in den Gesindequartieren? Dort soll es zu Kämpfen gekommen sein. Habt ihr gute Neuigkeiten? Die Friedensgespräche scheinen zu stocken. Morrigan hat mir geholfen, in die Gesindequartiere zu kommen, wo ich auf einige Venatori gestoßen bin. Und auf Gespards Dolch. Der Mann würde wirklich alles tun, um Kaiser zu werden. Dann wird der Angriff auf die Kaiserin tatsächlich heute Abend stattfinden. Selene zu warnen ist sinnlos. Sie braucht einen erfolgreichen Abschluss dieser Gespräche. Und eine Flucht wäre ein Eingeständnis ihrer Niederlage. Dann sollten wir sie vielleicht sterben lassen. Ihr habt eine Idee, Leliana? Was Korypheus will, ist Chaos. Und dazu könnte es selbst dann kommen, wenn Selene überlebt. Um seinen Plan zu vereiteln, muss das Kaiserreich stark bleiben. Und das heißt, irgendjemand muss aus diesem Abend als Sieger hervorgehen. Nur muss das nicht notwendigerweise Selene sein. Sie hat recht. Wisst ihr überhaupt, was ihr da vorschlagt, Leliana? Manchmal ist der beste Weg nicht gleichzeitig der einfachste. Ihr wollt, dass ich entscheide, was für Orlé das Beste ist? Mehr als das. Die Entscheidung, wer den kaiserlichen Thron kontrolliert, wird Einfluss auf ganz Thedas haben. Ihr könnt Korypheus nicht aufhalten, ohne eine Wahl zu treffen. Ihr müsst jemanden unterstützen, oder alles ist verloren. Dann sollten wir Selene unterstützen. Sie ist die rechtmäßige Herrscherin. Warum sollten wir das in Abrede stellen? Weil sie Orlé an diesen Punkt geführt hat. Ich stimme für Gespard. Vorausgesetzt, seine Schwester irrt sich, was ihn betrifft. Ich würde Briella vorschlagen. Sie könnte wahren Frieden bringen, und zwar nicht nur für das Kaiserreich, sondern auch für die Elfen, die hier leben.
Die Entscheidung liegt jedoch bei euch, Inquisitor, nicht bei uns. Ich würde Briella unterstützen, doch wie ließe sich das bewerkstelligen? Ich nehme an, Kaiserin kann sie wohl kaum werden. Nein, kann sie nicht. Sie kann jedoch die Macht hinter dem Thron sein, sofern Gaspard auf ihm sitzt. Das ist wahr. Sie könnte Selene niemals kontrollieren. Nicht bei ihrer Vorgeschichte. Das heißt, Selene stirbt und Gaspard besteigt den Thron. Dann bräuchte Briella nur noch etwas, um ihn zu kontrollieren. Irgendein Druckmittel. Was hat euch Herzogin Florianen erzählt? Sie sagte, Gaspards Söldnerhauptmann sei im königlichen Flügel. Angeblich weiß er von dem Mordkomplott. Das könnte eine Falle sein. Oder eine Spur. So oder so solltet ihr die Privatgemächer an diesem Flügel nach Hinweisen durchsuchen. Dann verschafft mir Zugang und bringt in der Zwischenzeit eure Soldaten in Stellung. Ich kümmere mich unverzüglich darum. Und seid vorsichtig, Inquisitor. Wie laufen die Verhandlungen? Interessant. Sehen wir uns jetzt um ein bisschen in der Unterwäsche der Kaiserin zu wühlen? Wie betrunken seid ihr eigentlich genau? Danke. Geht es euch gut? Ich glaube, ich bin unverletzt. Es hieß, hier wäre niemand. Briella sagte, ich hätte ihr nicht trauen sollen. Heute Abend nutzen alle möglichen Leute den Umstand aus, dass dieser Flügel gesperrt ist. Briella wusste vermutlich um die Gefahr und schickte mich trotzdem her. Sie wollte wohl ein peinliches Geheimnis beseitigen. Ich kannte sie. Früher, als sie Selenes Gespielin war. Jetzt spielt sie die Revolutionärin. Aber ich erinnere mich, sie hat mit der Kaiserin das Lager geteilt, die unser Gesindeviertel zerstörte. Würdet ihr das vor Gericht bezeugen, wenn ich euch darum bitte? Absolut. Wenn die Inquisition mich beschützt, erzähle ich euch alles, was ich über unsere Botschafterin weiß. Die meisten Orlesianer würden sagen, der Skandal läge bei Selene, nicht bei Briella. Geht zum Ballsaal.
Sucht Kommandant Cullen. Er wird auf euch aufpassen. Danke. Der Erbauer beschütze euch, Inquisitor. Ich muss wieder zurück, bevor mich noch jemand vermisst. Was ist passiert? Nicht das, wonach es aussieht. Ehrlich, mir wäre es lieber, wenn es das wäre, wonach es aussieht. Die Kaiserin ließ mich glauben, ich würde für meinen Verrat am Großherzog belohnt. Allerdings hatte ich mir etwas anderes erhofft. Ihr wollt mir erzählen, dass euch Kaiserin Selene nackt und gefesselt hier zurückgelassen hat? Bitte, ich flehe euch an. Sagt Gespard nichts davon. Die Kaiserin hat mich getäuscht. Damit ich ihr Informationen über die Pläne zur Truppenverlegung in den Palast heute Abend gebe. Sie weiß alles. Alles. Sie hat den Überraschungsangriff des Herzogs abgewehrt, bevor er überhaupt begonnen hat. Sie hat ihn in eine Falle verwandelt. Sobald er losschlägt, lässt sie ihn als Verräter in Ketten legen. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, dass Selene eine solche Taktik einsetzt oder dass er darauf reingefallen ist. Oh, diese Orlesianer. Ich beschütze euch vor Gespard, wenn ihr bereit seid, gegen Selene auszusagen. Ich tue alles. Alles. Tja, das war orlesianisch. Was ist hier passiert? Ihr verfluchten orlesianischen Arschlöcher! Wenn ich hier rauskomme, steche ich euch ab wie Schweine! Inquisitor, was für eine Freude! Ich war nicht sicher, ob ihr kommt.
Armes Kind. Das muss alles sehr verwirrend für euch sein. Wirklich nett von euch, so bereitwillig in meine Falle zu tappen. Ich hatte eure Wichtigtuerei so satt. Korypheus möchte, dass die Kaiserin heute Nacht stirbt. Und ich würde ihn nur ungern enttäuschen. Ich denke, die Enttäuschung ist eine alte Freundin von ihm. Arme, verblendete Narren. Ihr wisst nicht einmal die Hälfte von dem, was Samson und ich geplant haben. Und ich fürchte, ihr werdet es auch nie erfahren. Niemand würde sich auch nur in seinen dunkelsten Träumen vorstellen, dass ich Selene ermorden könnte. Ich muss euch nur lange genug vom Ballsaal fernhalten, um zuzuschlagen. Ein Jammer, dass ihr den Ball verpasst. Die Leute werden noch lange über ihn sprechen. Tötet sie. Bringt mir als Beweis die Hand mit dem Mal. Sie ist ein würdiges Geschenk für den Meister. Was sollte das? Waren das Dämonen? Es kommen doch nicht noch mehr verfluchte Dämonen, oder? Keine Dämonen mehr. Alles gut. Herr Bauer, ich habe noch nie einen aus der Nähe gesehen. Ich wusste, Gespard ist ein scheiß Kerl, aber ich hätte nicht gedacht, dass er mich wegen der paar Kröten diesen Monstern zum Fraß vorwirft. Herzog Gespard hat euch hierher gelockt? Eigentlich seine Schwester, aber es war sicher seine Idee. Sie hat nur einen Haufen Unsinn geredet. Das ergibt alles keinen Sinn. Ich bin sicher, dass Gespard dahinter steckt. Erzählt mir alles, was ihr wisst. Der Herzog wollte heute Abend zum Palast marschieren. Allerdings hatte er dazu nicht genug Chevaliers. Also hat er mich und meine Männer angeheuert. Den dreifachen Sold hat er uns versprochen, damit wir nach Orlais kommen. Dieser stinkende Käsefresser. Das müsst ihr alles der Kaiserin erzählen. Gespards Skrupellosigkeit ist beeindruckend, wenn auch vorhersehbar. Gibt es eigentlich auch Momente, in denen sich diese Leute nicht gegenseitig in den Rücken fallen? Ich verstehe sie einfach nicht. Ihr habt mir das Leben gerettet. Ich schulde euch also was. Und Gespard hat mich immer noch nicht bezahlt. Ob ich mit der Kaiserin reden oder in der Kirche singen soll, euer Wunsch ist mir Befehl. Thank you.
Erbauer sei Dank, ihr seid zurück. Die Kaiserin hält gleich ihre Rede. Was sollen wir machen? Die Herzogin will Selene selbst töten. Wartet, bis sie zuschlägt. Dann nehmt sie fest. Wie ihr befehlt. Silenzium! Ihre kaiserliche Majestät geruht zu sprechen. Freunde, wir haben viel verloren. Haben Kinder, Brüder und Freunde den Flammen übergeben. Die Dunkelheit hat uns umhüllt. Doch selbst jetzt gibt es Licht. Wir müssen dieses Licht sein und unser Volk durch diese schwere Zeit führen. Wir müssen ihr Leitstern sein. Heute muss der Krieg, der uns teilt, enden. Freunde, wir sind Zeugen eines historischen Augenblicks. Große Veränderungen erwarten uns. Nicht wahr, Gespard? Florian! Nicht so scheu, es lief genau nach Plan. Ich habe es für dich getan, Bruder. Für mich? Bist du verrückt? Nein. Ihr habt es für Korypheus getan. Ihr haltet euch raus. Es ziemt sich nicht, seinen Gastgeber zu unterbrechen. Für Korypheus! Tötet sie! Ich sollte euch danken, ihr habt eure Rolle vorzüglich gespielt. Auf einen Streich wurden sowohl Selene als auch Gespard vernichtet. Der Rat der Herolde wird sich gegenseitig zerfleischen. Und während er das tut, wird Korypheus kommen. Die Dämonen aus Adamant waren nicht seine einzige Armee. Das Kaiserreich wird fallen und mit ihm ganz Cedars. Nur über meine Leiche. Genau aus diesem Grund habe ich euch hier rausgelockt, Inquisitor. Euer Tod wird die Krönung meines heutigen Sieges sein. Es ist so schön, dass ihr meiner kleinen Soiree beiwohnt. Ah!
versucht, den Adel gegen mich aufzubringen, ist Zeitverschwendung. Wir sind im Krieg. Das muss ich gar nicht. Eure Schwester hat Selene ermordet. Vor aller Augen. Damit seid auch ihr ein Verräter. Was wollt ihr eigentlich erreichen, Miststück? Ihr könnt Selens Thron schließlich nicht für euch beanspruchen. Das nicht. Aber ich kann ihn für euch bewahren. Angesichts der Beweise, die ich gegen Gespard in der Hand habe, denke ich, dass Briella das Reich sehr wohl regieren könnte. Ich denke, dass nichts auf der Welt oder in diesem Palast dieses Miststück auf den Thron bringen kann. Die Aussage des Fereldischen Söldners, den ihr für euren Staatsstreich heute Abend rekrutiert habt, dürfte genügen. Wie viel Gewicht, denkt ihr, hätte am Hof wohl das Wort irgendeines Söldners? Das Wort eines Söldners, der gegen einen Großherzog aussagt? Ihr wisst sehr genau, welches Gewicht das hätte. Außerdem wissen wir von euren Drohungen gegen den Rat der Herolde. Seid ihr jetzt fertig? Wie lauten eure Forderungen? Keine Sorge, Eure Majestät. Ihr könnt sie gewiss erfüllen. Wenn ihr beiden zusammenarbeitet, kann das Reich davon nur profitieren. Oh ja. Eine furchtbare Zusammenarbeit. Natürlich ging es euch immer nur darum, Inquisitor. Ich werde nicht vergessen, welche Rolle ihr gespielt habt. Ich werde die Inquisition nach besten Kräften unterstützen. Das verspreche ich. Die Elfen von Orlais haben eine Zukunft. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten. Wenn doch nur Selene, mein Volk wird sich euch erkenntlich zeigen. Das verspreche ich euch. Macht einfach etwas aus dieser Chance. Das werde ich. Auf diesen Moment habe ich mein Leben lang gewartet. Aber lassen wir unseren neuen Kaiser nicht länger warten. Überbringen wir dem Adel die guten Neuigkeiten. Lords und Ladies des Hofes, es ist vollbracht. Das ist zwar nicht das Ende, das wir uns alle erhofft hatten, aber der Bürgerkrieg ist vorbei. Wir stehen hier als Beweis für die Tapferkeit des Reiches. Unsere Feinde sollen wissen, dass Orle jede Heimtücke trotzt. Unser Reich wird sich niemals ergeben. Und wir werden sie die Endgültigkeit dieser Wahrheit mit blankem Stahl lehren. Gemeinsam mit der Inquisition treiben wir die Dämonen ins Nichts zurück. Nicht einmal der Erbauer selbst könnte sie vor dem Zorn des Löwen bewahren. Gemeinsam werden wir dafür sorgen, dass nicht nur in Orlais, sondern in ganz Thedas Frieden und Sicherheit Einzug halten. Sammelt eure Soldaten, meine Freunde. Das Reich marschiert in die Schlacht. Da ist sie ja, unsere ausgeflogene Heldin, nach der ganz Orlais so verzweifelt sucht. Die Elfen erheben euch zu Ehren die Gläser, während der frisch gebackene Kaiser finster dreinschaut. Ein köstliches Spektakel. Plötzlich wollen alle mit mir reden. Ihr seid der erste Lichtblick. Dann habe ich gute Neuigkeiten für euch. Ihr werdet mich zukünftig nämlich häufiger sehen. Auf kaiserlichen Erlass bin ich die offizielle Kontaktperson der Inquisition. Gespard will euch die bestmögliche Hilfe angedeihen lassen. Immerhin sitzt er dank euch auf dem Thron. Tja, und hier bin ich. Willkommen bei der Inquisition, Morrigan. Die Freude ist ganz meinerseits. Wir sehen uns dann auf der Himmelsfeste. Ist alles in Ordnung? Ihr wirkt besorgt.
Ich denke, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte Kallen eingreifen lassen sollen, um die Kaiserin zu retten. Ihr habt eine Entscheidung getroffen und sie war nicht unbedingt falsch. Ihr konntet zwar die Kaiserin nicht retten, dafür aber das Reich. Jeder hier schuldet euch sein Leben. Vergesst das nicht. Kann ich etwas für euch tun? Euch etwas bringen? Etwas zu trinken vielleicht? Zeit, dass wir zur Himmelsfeste zurückkehren. Natürlich. Es ist gut, wieder nach Hause zu kommen. Die Angelegenheit ist dringlich, Lady Josephine. Dessen bin ich mir bewusst, ehrwürdige Mutter. Sie müssen so schnell es geht zurück nach Val Royeaux. Sie feiern dort Zeremonien, Weihen. Der Erbauer steht uns bei. Das ist im Moment leider unmöglich. Ich werde mich der Sache aber sobald es geht annehmen. Lady Inquisitor, bitte, können wir uns kurz unterhalten? Was kann ich für euch tun, ehrwürdige Mutter? Nun, da die politischen Unruhen hinter uns liegen, kreisen unsere Gedanken nur noch um eine Frage. Wer wird die nächste Göttliche? Allerdings können wir sie ohne die linke und die rechte Hand der göttlichen Justinia der Fünften nicht beantworten. Es ist, wie ich bereits sagte, ehrwürdige Mutter. Lady Liliana und Sucherin Cassandra können im Augenblick nicht von ihren Pflichten entbunden werden. Aber angesichts der Unterstützung durch das Reich wird der Verlust zweier Seelen der Inquisition doch gewiss nicht schaden. Diese Entscheidung müssen Liliana und Cassandra selbst treffen. Und das werden sie auch. Irgendwann. Der Inquisitor ist gerade erst zurückgekehrt und muss sich wichtigen Angelegenheiten widmen. Bitte entschuldigt uns jetzt, ehrwürdige Mutter. Lasst sie euren Sieg in Halam Shiral nicht schmälern. Wir haben seine Wächter geschlagen und seinen Intrigen ein Ende gemacht. Bald kann sich Korypheus nirgends mehr verstecken. Kallen hofft, dass wir unseren Vorteil nutzen können. Wir planen unseren nächsten Angriff, sobald ihr bereit seid.